Beim Thema Bauen im Bestand sind wir sowohl im Branchenmodell Massivo als auch im Branchenmodell Holzner. Bei der Grundeinrichtung in dem Bereich, da muss nicht allzu viel im Grundsatz angepasst werden. Was allerdings wichtig ist, ist die richtige Vorgehensweise und das, was letztendlich auch in den gedruckten Baubeschreibungen steht, die saubere Definition der Abgrenzung. Das heißt also, wir haben natürlich beim Bauen im Bestand das Thema Baufreiheit, Bestandswitterungsschutz, Rückbau und Entsorgung, den Anschluss oder die Anbindung zwischen Alt und Neu. Ja, und dann haben wir eben ein extrem weites Feld von dem, was eben in dem Bereich Neubau im Bestand passieren kann. Und wir haben schlussendlich das Thema Arbeiten im Bestand. Jetzt ist es so, bei jedem ist das in der Vergangenheit unterschiedlich, wie er an diese Anführungszeichen Projekte herangegangen ist. Wir machen eins, wir gehen erstmal planerisch ran. Es bedeutet, wir haben natürlich hier jetzt mal ein Beispiel von einem Kollegen aus Bayern. Das Anbau, Garage hier links ist neu und Aufstockung, das ganze Dachgeschoss ist neu und Abriss, das heißt, das Erdgeschoss ist ein Bestand, war mal ein Bungalow beinhaltet. Wir sehen, wenn wir uns das Ganze im Plan angucken, ne, alles das, was jetzt hier schraffiert ist, ist neu, der Rest ist der Bestand. Das heißt also, das wäre eben mal so eine klassische Geschichte für Anbau und Aufstockung. Wir hätten hier mal, ne, so den Klassiker für eine Variante an ein bestehendes Haus, wird etwas Anführungszeichen nur angebaut. Und wir sehen alleine schon von der 3D-Optik, ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Planungsvarianten dafür. Und ich habe halt für solche Bestandsvarianten entweder die Möglichkeit, eben zu sagen, über die Bestandswände, die kalkulatorisch nicht berücksichtigt werden, wird der Bestand entweder direkt so eingestellt. Im Holzbau, wenn das Bauen im Bestand häufig eben in einen Bereich geht, der Bestand aus Massivbau beinhaltet, dann kann natürlich auch der Bestand einfach in massiv geplant werden und dann schlicht und ergreifend der massive Leistungsumfang nicht als Angebotsbestandteil gewertet werden oder wie eben hier sind die gesamten entsprechenden Bestandteile dieses Geschosses des Hauses eben über einen Ausbaustufenfilter nicht enthalten, ne? Oder eben hier bei einem Projekt, bei dem letztendlich der Bau in den Bestand, wir sehen das mit der grünen Einschüftung, das heißt, hier kommt nur dieser Quergiebel in das Projekt rein, der hier so hausintegriert ist, dass man eben hier nicht sagt, man nimmt das Haus und kalkuliert das Haus, also wir haben hier ein komplettes Bestandhaus, nur der vorgeständerte Anbau ist neu, sondern dass man eben für so eine Variante auf die Kalkulationsoption zurückgreift, ein Kalkulationsprojekt. Ich schalte mal die Bauteilnummerierung ein, die macht es leichter, ein Kalkulationsprojekt anzulegen ohne Planung und dann schlicht und ergreifend über das Tool Massen und Mengen, was bei der Kalkulation immer freigeschalten ist, die für die relevanten Wände und Dachvarianten nötigen Mengen einfach dort zu übernehmen und dann in die Kalkulation als entsprechende Festmengen einzugeben. Das heißt also, diese Spreizung, wie die Planung und damit die Mengenermittlung aufgebaut wird, ist recht vielfältig. Entscheidend ist eins, das, was in die Kalkulation übergeben wird, das ist das, was für die preisliche Bewertung verwendet wird. Und entscheidend ist halt, dass über die Hausart, die eingestellt wird, ich eben auch für die Bestandsgeschichten mit Aufstockung und Anbau die Varianten entsprechend hinterlegt habe. Und damit, ich switche jetzt hier mal von massiv einfach mal schnell in die ebenfalls offene Holz. Zum einen textuelle Beschreibung greifen. Und dort bin ich wieder bei dem, was wir uns gerade in der Baubeschreibung angeguckt haben, die explizit eben ausschließen, was nicht im Leistungsumfang enthalten ist. Und dies im Nebenbei erwähnt natürlich auch preislich bewerten, diese entsprechenden Preiszulagen, die für diese Baugeschichten im Bestand im Bereich der Planungsarbeiten vorgesehen sind, guckt sich natürlich der Coach mit Ihnen entsprechend nochmal an. Das heißt also erstmal, wir haben zwei unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem,
ne, ob ich nur das, was ich neu mache, plane, ob ich alt und neu plane und dann schlicht und ergreifend über die normalen Leistungsumfangssteuerungen, ne, das heißt also über die Ausbaustufe, die dann eben bei Aufstockungen im Erdgeschoss schlicht und ergreifend lautet Bestand und die eben alles das rausfiltert, was dort vorhanden ist, kommt man natürlich bis auf das Gerüst, was entsprechend benutzt wird oder benötigt wird und natürlich bis auf den ganzen Bereich Planungsarbeiten oder eben, ob ich bei einer Anbausituation einfach alles andere auf Bestandswende habe, dann entsprechend nur das, was ich neu baue, entsprechend als kalkulationsrelevante Wende geplant habe und dann letztendlich die Kalkulation erstelle, wie bei einem Neubau. Wie gesagt, das ist abhängig davon, wie die Geometrie da ist und wichtig ist eins, Sie haben eben für diese Bauleistungen im Bestand natürlich den kompletten, Anführungszeichen, in der Grundeinrichtung, dann bereits eingerichteten Positionsumfang der Kalkulation mit dabei. Das heißt also, alles das, was die Bewertung dessen, was neu ist, wird eben über die Wände, über die Decken, ne, über das Dach, über die Haustechnik etc. entsprechend gesteuert. Und im Haustechnikbereich würden wir dann eben solche Varianten beschrieben finden, dass es eben Heizung und Bestand vorhanden gibt und so weiter und so fort.